Kurz vor Kirmesschluss passierte der dramatische Unfall. Aus diesem Karussell hatte sich eine Gondel gelöst und überschlagen. Drei Frauen wurden herausgeschleudert. Der Gevelsberger Bürgermeister war ganz in der Nähe. War ein absoluter Schock hier natürlich zum Ende der Kirmes. Ich habe wenige Meter von dem Fahrgeschäft entfernt gestanden durch Zufall und habe dann den Knall gehört, bin hingegangen und habe dann ja diesen unglaublich bedauerlichen Unfall gesehen, bei dem es zwei schwerverletzte und fünf eben leichter verletzte Personen gegeben hat. Nach kurzer Zeit waren Helfer an der Unglücksstelle und kümmerten sich um die Verletzten. Etwa 150 Einsatzkräfte waren vor Ort. Ja, der Vorteil, den wir hier haben, ist, dass wir auf dieser Kirmes als Großveranstaltung eine unglaubliche Anzahl an Rettungskräften haben, von der Feuerwehr, vom Roten Kreuz, ohnehin hier positioniert. Und dadurch waren wir natürlich heute unglaublich schnell mit der Organisation der ganzen Rettungseinsätze, aber auch natürlich mit der Umfeldbetreuung. Der sogenannte Musikexpress war vor der Kirmes vom Bauordnungsamt der Stadt Gevelsberg als Veranstalter überprüft worden. Auch der TÜV untersucht das Karussell alle zwei Jahre. Jetzt fahnden die Behörden nach der Unfallursache. Zur Unfallursache können wir bisher nichts sagen. Die Unfallstelle ist von der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt worden. Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Materialproben sollen helfen, den Unfallhergang zu klären. Mit Ergebnissen ist jedoch nicht vor morgen zu rechnen.